Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe beide Zuhörer auf den Tribünen. Immerhin. Kinder und Jugendliche haben... Also, Herr Kollege, das gibt mir Gelegenheit, doch mal gerade zu stellen, dass ich hier auch schon Debatten erlebt habe, wo auf der Tribüne mehr Leute anwesend waren als im Plenum. Dass wir um diese Zeit eine so eindrucksvolle Relation hier vorführen können, gehört beinahe zu den Sternstunden dieser Legislaturperiode. Das war auch der Sinn meines Grußes an die beiden Herren. So, die... Aber im Ernst, wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir behandeln heute ein ernstes Thema. Wenn ein Kind heutzutage heiratet oder besser gesagt verheiratet wird, dann kann das ganz erhebliche negativen Einfluss auf seine Entwicklung haben. Und das Kindeswohl kann hier massiv beeinträchtigt werden. Je jünger ein Kind ist, desto schwieriger sind die Auswirkungen auf das Kind. Und wenn die heutige Rechtslage, das haben wir gesehen bei dem Urteil des Oberlandesgerichtes, was ja die ganze Diskussion ausgelöst hat, wenn nach heutiger Rechtslage eine 14-Jährige einen 22-Jährigen heiraten kann, dann finde ich, ist der Gesetzgeber gefragt. Und deswegen legen wir heute mit diesem Gesetz das Ehemündigkeitsalter in Deutschland ausnahmslos auf 18 Jahre fest. Damit schaffen wir die Kinderehen in Deutschland ab. Und wir machen ganz klar, wir wollen bei uns keine Kinderehen. Mädchen gehören nicht in die Ehe, sondern in die Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und einem Bericht des Deutschen Menschenrechtsinstitutes zufolge wird mittlerweile jede zweite Ehe in Flüchtlingslagern mit einem minderjährigen Partner geschlossen. In der Regel sind es Mädchen. Und das hat in den seltensten Fällen was mit konservativem Islam zu tun, sondern damit, dass Eltern vermeintlich glauben, dem Kind etwas Gutes zu tun, um es in ein gesichertes Leben zu führen. Und da, finde ich, muss die Antwort eines modernen Sozialstaates sein, dass wir solchen Mädchen Schutz bieten, aber eben nicht die Ehe anbieten mit einem älteren Mann. Wir müssen diesen Mädchen Ausbildungsperspektiven bieten, eine gute Betreuung. Es kann nicht sein, dass wir als Antwort auf diese schutzbedürftigen Mädchen die Ehe mit älteren Männern ermöglichen. Und deswegen werden wir mit diesem Gesetz grundsätzlich das Ehemündigkeitsalter auf 18 Jahre anheben. Wir werden zweitens die Ehen von 16- bis 18-Jährigen so gestalten, dass diese nur im Ausnahmefall aufgehoben werden, weiter bestehen können. Wir werden eine Härtefallklausel haben, wonach die Bedingungen, dass eine solche Ehe in Deutschland Bestand haben kann, sehr, sehr hoch sind. Damit stellen wir sicher, dass künftig ausnahmslos alle Kinderehen gerichtlich überprüft werden und regelmäßig aufgehoben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und drittens, weil auch von religiösen Trauungen eine ganz erhebliche Bindungswirkung ausgehen kann, führen wir das sogenannte Voraustrauungsverbot wieder ein. Das bedeutet, dass einer Person ein Bußgeld bis zu 5.000 Euro auferlegt werden kann, wenn diese Person eine religiöse Verbindung schafft zwischen einem Minderjährigen und einem Erwachsenen oder zwischen zwei Minderjährigen, ohne dass zuvor eine standesamtliche Trauung stattgefunden hat. Ich finde, auch das ist eine ganz wichtige Maßnahme, weil eben auch eine solche religiöse Trauung eine ganz erhebliche Bindungswirkung, eine Drucksituation auf junge Mädchen ausüben kann. Und schließlich will ich auch darauf verweisen auf den Entschließungsantrag, den wir im Anschluss an die Abstimmung über den Gesetzentwurf beschließen wollen. Wir setzen uns hier dafür ein, dass weltweit Kinderehen verboten werden und weltweit das Ehemündigkeitsalter auf 18 Jahre heraufgesetzt wird. Ich finde, auch das ist ein wichtiger Appell, dass wir uns hier entsprechend positionieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Frank Tempel für die Fraktion Die Linke.